Ob ich ausgesorgt habe? Nicht mal ansatzweise. Ich habe nicht mal ansatzweise ausgesorgt. Ich habe die letzten 9 Jahre nicht sehr schlau gelebt. Immer geradeaus. Ich habe halt so ein paar Fehler gemacht in den Anfangsjahren der Selbstständigkeit. Und ich muss jetzt noch ein paar Fehler, die Vergangenheit, die sie gemacht hat, ausmerzen. Aber ausgesorgt habe ich noch lange nicht. Also nicht mal ansatzweise. Ich verdiene auch nicht so viel wie einige meiner Kollegen. Nicht mal. Also ich verdiene, glaube ich, weniger als manch einer, der hier ein Angestelltenverhältnis hat nach der Steuer. Ich glaube, das schätzen Leute mal ein bisschen ein. Also wie gesagt, ausgesorgt habe ich nicht. Willst du sagen, was für einen guten Monat verdienst? Also wenn ich wirklich einen sehr, sehr guten Monat habe, alles vor Steuer, vielleicht 8 mit allem, Pi mal Öre, Nachsteuer und Ausgaben, 0. Also aktuell wirklich 0. Momentan fahre ich auf Plus Minus. Ist eine schwierige Zeit gerade. Aber das gehört auch dazu. Ist halt nicht immer nur Sonnenschein. Aber momentan ist wirklich Plus Minus 0. Für ein kleines Plus auf dem Konto. Na, Minus mache ich nicht, Leute. Also da versteht mich mal bitte nicht falsch. Minus mache ich nicht. Sowas habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das mache ich auch nicht. Das soll das nicht bedeuten. Aber es ist halt gedeckelt gerade so. Die Kosten und die Steuern sind bezahlt. Wohnung ist bezahlt, Strom etc. pp. Es gibt Monate, da muss man auch mal an die Rücklagen ran. Twitch macht es aber auch gerade nicht so einfach für Content Creator. Würdest du einen Rennstall gründen? Wenn ich richtig viel Tasse hätte, würde ich einen Rennstall gründen, ja. Also wenn ich nicht wüsste, wohin mit meinem Geld, auf jeden Fall. Ja, sieh, ich grüße dich. Würdest du bei einem akzeptablen Angebot wechseln? Ja, würde ich. Würdest du ihn nennen? Was denn? Reden wir jetzt nur, wir reden aber nicht nur von einer Plattform, ne? Wir reden von generell. Ach so, wie würde ich den Rennstall nennen? Yeet. Den Rennstall würde ich Yeet nennen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Yeet Racing. Nimm diese Ausfahrt. Und auch in derselben Livery. Alles Gute, Harry. Also ja, ich würde auch wechseln, klar. Ich habe halt nicht wie einige meiner verehrten und netten Kollegen auf dieser Welt das Prestige, so viel Asche zu verdienen, dass ich solche Angebote ausschlagen kann. Habe ich nicht. Und wenn ich jetzt nicht die letzten 10 Jahre meines Schaffens das Klo runterspülen möchte, dann gibt man solche Angebote ein. Also ich kriege keine Angebote und ich werde, glaube ich, auch niemals Angebote kriegen, weil ich nicht in der Größe bin, diese Angebote zu bekommen, aber falls mal eins kommen sollte und das in irgendeiner Form sinnvoll ist und moralisch vertretbar ist, dann würde ich da nicht nee sagen. Weil am Ende mache ich das hier sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr viel und würde das auch gerne noch weitermachen. Bis ich sehr alt bin. Auch wenn du in Kauf nimmst, dass die Hälfte der Community wegbricht. Also ich kann dir aus wirklich den ganzen Jahren, die ich streame, kann ich dir sagen, ist egal, was du machst, irgendwer hat da immer keinen Bock drauf. Ist wirklich scheißegal. Ehrlich, du kannst Racing anmachen, da gibt es Menschen, die mögen das nicht und das ist auch deren absolut gutes Recht, die sind weg. Und ich habe, glaub mir, so oft meine Community torpediert. Ich habe von 2.500 durchschnittlich Zuschauern in GTA, von einem auf den anderen Tag habe ich das ausgemacht und hatte 565 Zuschauer. Ich bin von da wiedergekommen. Ich habe Minecraft ausgemacht, war einer der größten deutschen Streamer damals. Hab meinen kompletten Stream gekillt. Also glaub mir, wenn sich einer damit auskennt, wie sich das anfühlt, von null anzufangen, ich weiß es sehr gut. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Und bis dato habe ich es auch immer wieder geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es geschafft. Und mittlerweile, und das meine ich nicht böse, dass ich euch als Zuschauer nicht wertschätze oder euch als Menschen nicht wertschätze, aber mir ist das scheißegal. Wenn einer keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Ich zwinge keinen dazu. Ich setze nicht mehr zu Hause und bin super traurig, wenn jetzt einer sagt, boah, ich kann jetzt den Stream nicht gucken, ich kann das nicht mehr ab oder mir ist das auch egal. Also ne, beispielsweise so wie mit Rennschwein vorhin, war die Stimmung natürlich ein bisschen hochgekocht. So, ey, wenn jemand denkt, ich bin jetzt ein Arschloch dadurch, dann soll er das halt einfach denken. Dann kennt er mich halt einfach nicht. Und dann ist es auch okay. Menschen sind sehr schnell im Urteilen und Verurteilen und das ist vollkommen fein. Das ist okay. Ist nicht schlimm. Wenn Menschen irgendwohin nicht mitkommen wollen oder, weiß ich nicht, irgendwo nicht abonnieren oder
also ne, zuschauen wollen, weil die Plattform stinkt, dann machen sie das halt nicht. Dann ist das okay. Dann sollen sie das tun. Ich werde 39 dieses Jahr. Glaube ich zumindest. Was ist deine Meinung zu Kick im Allgemeinen? Das ist eine sehr interessante Frage. Also Kick ist ja aktuell in den Content-Creator-Breitengraden sehr umstritten, aufgrund der Tatsache, dass sehr viel Geld, was dort reinkommt, durch Glücksspiel quasi zurückgeführt wird oder reingewaschen wird oder was auch immer. Und die Plattform ist auch sehr unmoderiert, dass halt sehr viele Menschen mit sehr unangenehmen Weltansichten dort streamen. Also die ist halt sehr unmoderiert, die Plattform, was Twitch und Justin TV, TV, by the way, damals auch waren. Das haben bloß wieder Menschen irgendwie vergessen. Und zu der Glücksspielgeschichte habe ich immer gerne nur den Vergleich, dass halt fast überall Geld King ist. Und Kick hat viel Geld und ist dementsprechend auch fast überall King. Also, ob du jetzt, du kannst ja, weißt du, niemand regt sich darüber auf, dass vor 12 Uhr im Fernsehen beispielsweise Wettprogramme promotet werden. Oder dass in gewissen Sportarten Betting, also Wettsysteme promotet werden. Darüber regt sich kein Mensch auf, weil jeder halt verstanden hat, dass es Kapitalismus ist und jeder Geld verdienen will. Jetzt haben wir natürlich diese Diskussion offen im Internet, wo Menschen, die in einer Position sind, wo sie, naja, ich sag mal, eine moralische Position beziehen, auf der sie erhöht sind, weil sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie in ihrem Leben dadurch schaden oder dass sie generell durch die Situation, die momentan herrscht, Schaden erleiden, weil sie mehr oder weniger aufgrund ihrer Größe und Einkommen und Vorsorge ausgesorgt haben und beziehen halt die Position, dass diese Plattform Müll ist. Ich persönlich sehe es als Konkurrenz für Twitch an, was sehr viel Bewegung in den Markt reinbringt. Ich bin aber nicht in der komfortablen Position, beispielsweise zu sagen, also ich bin nicht in der Position, dass mein Leben gerade abgesichert ist. Also mein Leben ist einfach nicht abgesichert. Plus, dass ich überhaupt nicht solche Angebote auf dem Tisch habe. Ne? Also ihr könnt mich jetzt fragen, was ihr wollt. Also wenn mir jetzt einer sagt, so, die bieten dir, weiß ich nicht, 30 Millionen Euro an für den Wechsel, als Beispiel. Das ist so eine fiktive Zahl, worauf du gar keine Antwort geben kannst, weil dein Gehirn überhaupt nicht in den Modus drinne ist, an Überleben zu denken. Das heißt, jetzt gerade könnte ich die ganze Zeit sagen, ja, finde ich scheiße, würde ich nicht machen, dies, das, Ananas, weil ich aber auch kein Blatt Papier habe, auf dem draufsteht, dir wird 30 Millionen geboten, da zu streamen. Deswegen ist es für mich einfach nur eine unmoderierte Konkurrenz, die mit Geld bezahlt wird aus unangenehmen Quellen. Oh, gleich zweimal? Nice. Und mehr kann ich zu Kick auch einfach gar nicht sagen, weil ich war selber nie auf Kick, also ich habe mich da auch noch nie umgeschaut. Ich weiß da nicht, wie es da vonstatten geht oder was da im Hintergrund passiert. Es ist einfach Kick. Also was soll ich davon halten? Ich meine, ich gehe halt immer, wisst ihr, wir messen mittlerweile bei solchen Gesprächen also sehr häufig in Doppelmoral. Also wir messen uns so ein bisschen in Doppelmoral, weil ich sag mal so, Amazon beispielsweise kann sich jetzt auch nicht unbedingt in Reinheit waschen. YouTube kann sich auch nicht unbedingt in Reinheit waschen. TikTok kann sich nicht in Reinheit waschen. Und ich finde immer, wir messen dort das ein oder andere Mal in zweierlei Maß. Und ich möchte Kick jetzt dafür nicht in Schutz nehmen. Die sind genauso unangenehm wie fast alle auch. Und am Ende suchst du dir das kleinere Übel aus zwischen den ganzen Übeln, die zur Verfügung stehen. Und das, was am besten in deine Narrative passt, als Beispiel.
Und so haben wir, führen wir gerade Diskussionen, wo Menschen sich auf ein erhabenes Podest setzen, auf einer Plattform, auf der die bezahlt wird von Menschen, die unterirdische Arbeitsbedingungen haben, als Beispiel. Oder grapschen ihre Telefone an, nur als Beispiel, wo Menschen unter wirklich absolut beschissenen Arbeitsbedingungen Rohstoffe ranschaffen, damit du mit deinem Arsch vorm Computer sitzen kannst und irgendwas verurteilst. Und ich habe aber aufgehört, mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, sondern habe mir halt gedacht, Mensch, bevor ich mit dem Finger auf andere Leute zeige, vielleicht sollte ich dann auch diese Position beziehen, dass ich moralisch auch wirklich erhaben bin. Und ich kann mich, also meine Moral, ich habe natürlich meinen moralischen Kompass, ne, Dinge, die ich nicht gerne mache, die möchte ich auch nicht tun. Ich kann mich davon aber auch nicht reinwaschen. Und ich werde mich davon auch nicht reinwaschen können. Und das wird auch nicht funktionieren. Also, ich finde Glücksspiel auch scheiße. Ich habe auch Freunde in meiner Lebzeit gehabt, die in der Spielo sehr viel Geld ausgegeben haben und daran zugrunde gegangen sind und mit Hilfe ihr Leben wieder auf die Reihe gekriegt haben. Ich setze mich jetzt aber auch nicht hin und sage, die Formel 1 ist scheiße, weil die von Steak gesponsert wird. Weil am Ende leben wir nun mal einfach in einem System, was kein Sozialismus ist, sondern Kapitalismus ist und jeder guckt, wo sein Arsch an die Wand kommt. Und so sollten wir, glaube ich, oder was heißt sollten wir, so versuche ich, nicht in zweierlei Maß zu messen, sondern im gesunden Maß. Ich fahre mit Automatik, Eli. Da ich keine Angebote habe von dieser Plattform, ist die Plattform für mich auch erstmal relativ uninteressant. Und ich habe da auch keine Berührungspunkte zu. Und fertig ist. Ich finde das Thema gar nicht so schlecht, Fischis, ehrlich gesagt. Also, man kann sich da schon drüber unterhalten. Und ich denke, das ist auch wichtig. Ich denke, jeder hat so seinen Dreck am Stecken heutzutage. Also, da bin ich auch sehr von überzeugt. Aber das ist ja das, was ich vorhin gerade sagte, wegen den sozialen Medien. Wisst ihr, das, was ich gerade sage, verkauft sich nicht. Das klickt keiner. Also das möchte keiner hören. Keine reflektierte Einschätzung zu Dingen haben. Es klickt sich halt einfach besser, zu sagen, dass eine Drecksplattform, ist eine Drecksplattform, weil Spielgeld und so weiter und so fort, als zu sagen, warte mal kurz, da wo ich gerade bin, ist ja eigentlich auch nicht viel geiler, so. Und das ist irgendwie komisch, dass wir in so einer Zeit sind, wo halt in diesem Maße, also in unterschiedlichen Maßen gemessen wird, obwohl es eigentlich dieselbe Einheit ist. Willst du zu Kick wechseln? Nein. Nee, möchte ich nicht. Mich hat bloß jemand gefragt, was ich von Kick halte. Ich habe keinerlei Pläne aktuell. Also mein Plan, den ich habe, ist auf YouTube Content pumpen, hier Content machen, guten Content machen und gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe keinen Fahrplan, nein. Aber weil eine Sache schlimm ist, Amazon eine weitere, noch schlimmere Variante zu verurteilen, Kick ist auch irgendwie komisch und resignierend. Findest du, dass Kick schlimmer ist als Amazon? Hält ihn hoch? Ich glaube, dann solltest du dich mal ein bisschen näher mit Amazon auseinandersetzen. Dann solltest du dich wirklich mal ein bisschen mehr mit Amazon auseinandersetzen. Die nehmen sich wirklich nicht viel, die beiden. Die bekleckern sich wirklich nicht mit Ruhm. Und was heißt resignierend? Nochmals, ich bin auch kein Befürworter von Spielgeld. Von Glücksspiel. Also an keiner Stelle. Das habe ich nie gesagt. Ich finde halt dieses Messen, also weil du das gerade schreibst, Hertin Ho, mit schlimmer oder noch schlimmer. Wie gesagt, die Leute nehmen sich nicht wirklich sehr viel. Die Leute nehmen sich, da nimmt sich Google nichts, Apple nimmt sich da nichts, Samsung nimmt sich da nichts, also. Na, bei Twitch ist es halt so, dass das Personal so weit gewechselt hat in den Führungsetagen, dass sie keine wirkliche Relation oder keinen Bezug mehr haben zu ihren Creatern. Und am Ende brauchen sie das auch gar nicht mehr haben, weil das, was sie diktieren, ist so. Das ist halt ihre, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vormachtstellung, die sie haben, dass das scheißegal ist. Weil YouTube keine, sag ich mal in Anführungsstrichen, ernstzunehmende Konkurrenz ist. Also warum sollten sie das tun? Also wozu? Sie werden müde. Finden sie eine Parkmöglichkeit? Ja, würde ich sehr gerne. Aber hier ist leider nichts verbaut irgendwo.